Trockenputz. Zuerst ist der Untergrund auf Trag- und Saugfähigkeit zu prüfen und alle losen Teile, wie zum Beispiel alte Anstriche und Verschmutzungen, sind zu entfernen. Basis für den erfolgreichen Trockenputz ist die richtige Grundierung, denn sie sorgt für den optimalen Halt des Ansetzgipses auf dem Untergrund. Der Trockenputz eignet sich zum Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 20 mm. 25 kg Ansetzgips in ca. 13 Liter sauberes Wasser einstreuen und zu einer knollenfreien Masse verrühren. Ansetzgips innerhalb von 30 Minuten nach dem Anrühren in Batzen im Abstand von ca. 35 cm an die Wand bringen. Am Rand die Batzen enger setzen. Ca. 5 cm Abstand vom Plattenrand sind einzuhalten. Raumhohe Platten werden mit Ansetzbinder ohne Unterkonstruktion an bestehende Wände angebracht. Die Platten lot- und winkelrecht an den Untergrund drücken und mit Richtlatte und Wasserwaage ausrichten. Das Ansetzen, Aus- und Nachrichten ca. 10 Minuten nach dem Aufbringen der Ansetzgipsbatzen beenden. Nach Erhärtung des Ansetzbinders werden die Plattenstöße mit Fugenbandagen und Spachtelmasse geschlossen. Wie du siehst, ist es einfacher als du denkst. Ermittle jetzt online deinen konkreten Materialbedarf auf bauschop-luki.at.